Also wir haben da jetzt abgekoppelt von der Debatte, wer die Täter sind. Wir haben da schon ein gewaltiges Problem, wo offenbar manche Richter und manche Justizangehörige denen die Sensibilität in der Urteilspraxis fällt. Wenn in Österreich jeder Händeldieb stärker bestraft wird als ein Vergewaltiger oder ein Frauenmörder, dann frage ich mich langsam, ob da nicht einiges falsch läuft. Dann haben wir einerseits die falschen Strafrahmen, die gehen in die Höhe, und dann haben wir das Problem mit der sogenannten Urteilspraxis. Das heißt, die Urteilspraxis, dass 60-70% der Urteile aus meiner Sicht einfach viel zu wenig sind. Und da müsste die Justizministerin oder die Justizverwaltung einmal alle Richter zusammenfangen und sagen, Freunde, so geht's nicht. Das oberste Ziel eines Landes muss der Schutz der Kinder sein und nicht das Mitgefühl mit Tätern. Wo man dann sagt, ja, sie waren halt krank und also ich würde mir ja das Hirnschmalz und dieses Mitgefühl manchmal erwarten für die Opfer und nicht nur immer für die Täter. Und das ist immer so. Das ist auch bei anderen immer wieder so, dass wir überhaupt diskutieren müssen. Ich bitte mal alle darüber nachzudenken, über was wir hier reden. Dass wir wirklich darüber diskutieren müssen in einer zivilisierten Gesellschaft, dass wir Kinder schützen müssen. Sag mal, seid ihr euch alle bewusst, über was wir hier reden? Das sind Kinder, die Zukunft unseres Landes. Und da muss diskutiert werden, ob oder ob nicht. Nein, aber Täter schützen wir. Aber wenn die Debatten über das Klima gehen oder über die Pandemie-Maßnahmen oder alles, da sind alle da und sind sich irgendwie in der Richtung oder der Richtung einig. Und das ist für mich unfassbar als Vater. Und es kotzt mich an, sorry, meine Direktheit, es kotzt mich an, dass wir da überhaupt noch diskutieren müssen. Ich mache diesen Schmutz schon 10 Jahre mit und sehe das immer wieder und höre das immer wieder. Und wir werden nicht aufhören, darüber zu reden. Und weil wir versuchen, etwas zu bewegen und zu verändern, werden wir auch hier in Österreich, ob der Politik oder auch einigen anderen passt oder nicht, Zeichen setzen. Wir werden Aktionen starten. Wir werden 10.000 Rollen Klopapier verschenken. Ja, muss man erst mal überlegen, in welchem Zusammenhang das steht. Ja, weil wir Klopapier nutzen, damit Menschen damit den Kinderschutz unterstützen. Wir werden etwas bewegen und verändern. Ein einzelner Mensch kann nichts bewegen oder wenige Menschen können nicht. Doch, wir haben doch die Gesetze in Deutschland auch mit auf den Weg gebracht. Warum sollen wir das auch hier nicht? Aber ich bin jemand, der die Grenze überschritten hat. Ich muss wieder zurück. Gerald und ihr seid alle hier. Das sind eure Kinder, die hier sind und eure Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir zumindest so viel aus diesem Fall Teichmeister mitnehmen, dass wir verstehen, dass wenn wir es jetzt nicht selber in die Hand nehmen, und ich meine damit bestimmt keinen Mob, sondern das Herz. Es ist der Mord an der Seele eines Kindes, egal wo es missbraucht wird. Und wenn wir als Gesellschaft da wegsehen, dann haben wir keine Menschlichkeit mehr. Das verstehe ich nicht. Bei Rassismus, bei Antisemitismus schreit ihr alle auf. Aber wenn es um die Kinder geht, dann schweigen so viele. Und das habe ich heute wieder gesehen. Viele sind auch nicht gekommen, weil man gezielt im Vorfeld auch gesagt hat, jeder, der da hingeht, könnte ja recht sein. Jeder, der also Missstände anspricht, ist ein Gegner. Jeder, der sich für den Kinderschutz einsetzt, ist dies oder das. Ganz ehrlich, ich würde für den Kinderschutz ins Gefängnis gehen. Ich klebe mich nirgendwo fest dafür, hätte ich seit 10 Jahren machen können. Ich stehe da und mache solche Aktionen. Und ob es denen nur passt oder nicht, wir werden es weitermachen. Aber jeden Tag, während wir hier sitzen und quatschen, werden heute Dutzende Kinder in meinem und in eurem Land und wahrscheinlich 100.000 oder Millionen Kinder weltweit missbraucht. Also lasst uns aufhören, wegzusehen, totzuschweigen und zu leere Hülsen zu quatschen, sondern endlich anzupacken und zu handeln und die Politik zum Handeln zu zwingen. Wir bezahlen euch nicht fürs Wegsehen und Schweigen, sondern für euren Job. Und wenn ihr den nicht könnt, dann tritt beiseite. Und da gibt es Menschen, die machen, die handeln, anstatt nur zu labern, Kohle zu kassieren und wegzusehen.